Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arc Aberration. Da hat sich wirklich was getan. Wir haben plus 4 Wasser. In 2 Jahren ist der Tank vielleicht mal voll. Ich spiele jetzt nicht mehr so ganz auf dem Solo, ich spiele auf einem dedizierten Server. Warum? Was ist denn das? Shackrock. Okay, danke schön. Damit ich dieses Event, das Weihnachtsevent, hier auch habe, habe ich mir jetzt eingestellt, dass ich eben auf einem dedizierten Server spiele. Herzlichen Dank an Nova, der mir da ein bisschen geholfen hat. Funktioniert wunderbar. Das Einzige, was nie funktioniert, wenn man einen lokalen Spielstand auf den Server bringen will, der Tribe geht kaputt. Das heißt, ich habe im Moment das Ersatzbett da unten nicht mehr. Ich müsste zuerst hin und das Bett übernehmen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich im Moment nicht vorhabe, das Bett zu benutzen. Und sollte man runterkommen, kann ich das Bett ja einfach übernehmen quasi. So. Nein, das Gammelfleisch kommt nicht da rein, das sollte da rein. Ich war auch auf der anderen Seite unten und habe mir natürlich meine Moshops übernommen, damit ich sehe, wenn da irgendwas nicht klappt. So, ich habe Durst. Wunderbar. So, wir hätten zum Bauen da vorne, wir hätten zum Bauen da unten. Und ich habe ein Level Up, Moment. Das Viech nervt da neben mir. 270, machen wir mal 290 draus. Level 60, cool. So, irgendwo haben wir doch hier auch Aberration-Teile, genau. Fischkäfig quasi. Portable Rope Ladder. Okay. Ja, nehmen wir mal. Ich meine, wir haben es zwar jetzt vorher gefunden, aber ist egal. Die Climbing Pick. Ein Gas Collector. Ich gehe mal davon aus, dass wir es brauchen. Zipline Motor. Roll Red Sattel. Könnte man sogar schon. Ja, da habe ich gelesen, dass ihr nicht glaubt, dass ich das hinkriege, ohne mich spoilern zu lassen. Mal schauen. Werden wir sehen. Die Roll Red steht ja erst auf der To-Do irgendwann. Gut, das heißt, diesen Gaskollektor, der wäre schon interessant. Müssen wir schauen, ob wir 20 rote Gems haben. Die Climbing Picks kennen wir ja jetzt schon. Mit denen habe ich ja voll meine Freundschaft geschlossen. Ja. Voll. Moment, schalten wir die Tooltips ein, dann brauchen wir das nicht so. Da ist der Gaskollektor. 20 Gems. Aha. Nein, rote Gems haben wir nicht, noch gar keine. Edge. Rote. Okay. Ja. Ach genau, kann ich für dich jetzt schon einen Sattel bauen? Das war der Revenger-Sattel. Moment, Aberration. Und die Zipline wollte ich ja auch ausprobieren, genau. Gaskollektor. Revenger-Sattel, da ist er. 110, 285 Hide, könnte man haben mittlerweile. Also nee, ich habe Hunger, okay. Dagegen können wir was tun. Sorry. Ja, mittlerweile habe ich es geschafft, mich wirklich zu verkühlen. Egal. Dann müssen wir mal schauen, wo wir die roten Kristalle herkriegen, oder? Oder wir bauen. Wir können beides machen. So, der Revenger Sattel ist nicht... Da ist der Kano. Doch, da ist er. Einen Revenger Sattel. Wir könnten das hier reparieren. Einmal zum Reparieren.
Kann man nicht, weil was fehlt man? Wood. Wood fehlt mir. Ja, Wood fehlt mir. Definitiv Wood fehlt. Das Schwert lassen wir noch da. Das müsste ich definitiv reparieren. Okay, ich brauche wirklich Wood. Ich gehe mal einen Baum umhauen. Da hinten zum Beispiel. Da. So, jetzt hätten wir den. Sehr gut. Und jetzt können wir es reparieren. So. Da rein, da rein. Das auch. Und wir wollen jetzt einmal das hier reparieren. Und ganz wichtig, das hier reparieren. Zipline haben wir nur noch einen, dann bräuchte ich auch noch mehr. Ist zu teuer, okay. Bräuchte man vorher Metal. So gut, Metal hätten wir aber. Wir müssten es nur holen. Habe ich dir jetzt schon einen Sattel verpasst? Nein, habe ich noch nicht. Oh, gib mal her. Das brauchst du ja gar nicht alles schleppen, du Armer. Ich weiß, leveln muss ich ihn auch noch. Du kennst mich doch, ich und leveln. Erdbeben, juhu. Vielleicht fallen jetzt mal runter. Da haben wir einen Weihnachtsbalbdog. Komm her. Ist mein. Ach, der behält dann die Mütze auf. Cool. Erdbeben. Grüner Gem und Kristall. Ja, Obsidian habe ich ja so auch schon gekriegt. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Mhm. Mhm. Oh, da haben wir ein Lamm. Cool. So. Den können wir mal mitnehmen. Raum tun wir nicht auf jeden Fall. Den auch. Noch haben wir ein bisschen Platz, genau. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt dann auf die Suche nach bunten Tieren. Leute, hierher. Unser Bärenpflücker braucht Hilfe. Uiuiui, du schaust schlecht aus. Na, geht's dir gut? Dir wird's bald wieder gut gehen, ja, ja, ja. Dir wird's bald wieder viel besser gehen.
kam ein Ravenger von der Seite angeschossen. So, so. Wollte meinen Bärenpflücker fressen. Böse Tiere. Böse Tiere. Hm? Gibt wenigstens Leben. EXP. So, da kannst du wieder ein paar Bären machen. Da können wir die Kristalle und den Stein reinhauen. Und dann gehen wir ein paar Tierchen suchen. Ravenger-Sattel daher. Zipplein geht sich gerade nicht aus. So. Wo ist denn der Ravenger? Irgendwo in dieser Meute. Komm hier mal, mein Kleiner. Hab da was für dich? Schau her mal. Ja, was du brauchst, weiß ich noch nicht. Komm mal. Stamina. Hat er eine C-Attacke? Mit C-Heul da. Okay. Haben wir da irgendwas zum Ausprobieren? Da hinten haben wir eine Roll Rat. Zwei Roll Rats. Oh. Einen grünen Ravenger. Cool. Einen, ja, ihr wisst schon. Einen bunten Dodo. Du musst in meinen Stall, sorry. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Wirklich. Auch wenn du mir das vielleicht jetzt nicht glaubst. Es tut mir wirklich leid. Bist du die? Warte, sammeln wir da mal kurz Früchte. Zwei. Ja, es reicht. Irgendwas davon wieder schon fressen. Na, sag ich doch. Accept. So. Damit haben wir unseren ersten Weihnachtsdino quasi. So. Also den ersten bunten. So. Was für eine Roll Red Level 8. Probieren wir's? Probieren wir's. Schauen wir mal. Ah ja, da kommt natürlich die zweite auch angescheißert. Na klar. Bei der weiß ich jetzt nicht, welches Level sie hatte. Natürlich doof, aber egal. Oh. Okay. Rollwright ist böse. So. Die Weihnachtsmütze, cool. Oh, das Dodo auch? Das ist gemein. Da hinten sind Raptoren. Das ist jetzt einer für mich zum Beispiel. Moment. Ja. Ganz genau, für mich. So, der Chat könnte ruhig wieder verschwinden. Dankeschön.
Wo waren die Raptoren? Da waren doch zwei. Da drüben. Ach, drei. Ne? Euer Erster ist tot. Hört's auf, ihr schmeißt mich da doch runter. Einmal umdrehen, so, genau. Ich hab keine Lust, da runterzufallen. Gut. Was haben wir da noch? Dödi? Schon wieder eine Ratte? Hier können wir nichts tun. Ein Baryonyx? Okay. Also ich denke, ich gebe dir noch ein bisschen was darauf. Und ein bisschen was darauf. Fürs erste Mal. Und wie wir es dann weitermachen, sehen wir eh noch. Füttern wir mal noch ein bisschen hoch. Der kommt. Ein Kano. Relativ kleiner Kano. Aber wenn ich jetzt auf einem Server bin, müsste ich mir die Schadenszahlen auch noch zeigen lassen können. Muss ich dann noch schauen? Weil das habe ich natürlich jetzt nicht eingestellt. Und das habe ich gar nicht gedacht. Da ist Honig. Warte, wie war das? Diese Pflanze heilt mich. Tatsache. Und wie? Ja, okay, dann bleiben wir jetzt kurz da stehen. Meines Wissens, wenn der Bulb da leuchtet, gell? Ich glaube, da war sowas. Ja, der ist voll. Gut zu wissen, dass wir gleich um die Ecke eine Bienenkönigin haben. Kommen wir da dann wieder hoch? Oh ja, wenn man da runter geht. Raptörchen. So, machen wir den Kano gleich weg oder warten wir, bis er zu uns stürmt? Wir warten. Da hinten liegt ein Loot von mir. Ich weiß gar nicht mehr, von wann der ist. Bisschen Metall schadet nie. Komm her mal, Revenger. Oh ja, ja. Du dampfst das wirklich schön an. Es sind wohl so die neuen, keine Ahnung, Tylas auf der Karte. So, das geben wir mal alles da rein. Ja, kaputt sind wir auch, aber du brauchst ja keiner. Hier gehen wir dann nochmal auf Metamatch. Rudelbonus wäre natürlich cool, aber wir haben erst einer.
Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ja, da hinten. Liegt ein Lootsack. Na, voll toll. Okay. Den haben wir unbedingt gebraucht. Haben wir da unten, da ist der Kanu. Haben wir unser Fernglas mit? Ja, haben wir. Oh, ich habe meinen Crossbow vergessen. Ja, ganz toll. Level 12. Naja, dann. Kann man darüber spazieren? Wahrscheinlich schon, oder? Mir, kleiner Kano. Na komm her. Na komm her. Njam, 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 njam. Schauen wir mal ein bisschen weiter da. Da war ich, glaube ich, noch nie. Wir haben beide ein Level Up, das ist cool. Eine Ratte. Bin auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs. Okay, da geht's ganz schön nach unten. Mhm. Moment, da ist nicht. Da ist so einer. Wo? Döti? Skorpiona? Also Stamina ist echt super von dem Tier. Ich glaube, da braucht er nichts drauf. Und das Stego. Ein Rudel-Ravenger. Gehen wir mal da hoch. Bin jetzt neugierig. Ja, ich weiß. Ich müsste euch alle mitnehmen. Aber jetzt gerade nicht. Erdbeben. Geht's denn da lang? Gott, ob ich hier wieder heim finde. Das ist keine gute Idee beim Erdbeben. Aber nach dem Erdbeben. Da gibt es ja überall so Übergänge. Gott, ob ich noch mal heimfinde.
hab nur die Angst, dass ich dann gleich da unten bin. Ja, genau so. Und absteigen. Es war zu früh. Überlebt haben wir's. Und die Warnung vom Hund hier. Juhu. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Oh. Oh. Hilfe, Mami. Davon ist wieder ein Spino. Ach du Scheiße. Ich will raus hier. Da nicht. Da liegt ein Lootsack. Da ist ein Wasserfall. Kommen wir da irgendwie durch? Da auch, das sind Ravenger. Pilze. Raptoren. Ratten. Hier schaut schon wieder etwas nett aus. Ein Zweig mit Masern oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin. Sehr gut. Mhm. Also so nicht. Oh. Der ist ja niedlich. Hallo kleiner Bulbdog, leider nur Level 16. Du überlebst nicht bis nach Hause. Dankeschön. Ich glaube, ich hoffe, wir rennen in die richtige Richtung. Mal über die Pilze drüber, an den Raptoren da vorbei. Noch mehr Raptoren. Ja, jetzt müssten wir schon langsam. Dann wieder da sind, wo wir hin wollten. Nee, das ist nur eine Roll Rat. Und da muss ein Gas. So, gehen wir mal da lang. Ich wollte ja meine Umgebung sowieso erkunden. Machen wir es halt jetzt. So voll geplant und so.
Da werden wir jetzt nicht runtergehen, weil da kommen wir wieder nicht hoch. Denke ich. Warum ist eigentlich die Musik so leise? Moment, ich muss mal kurz schauen. Weil Lautstärkenmixer öffnen, ja, weil sich schon wieder alles runtergedreht hat. So. Wir erkunden Aberration auf einem Hund. Na gut. Ich glaube, jetzt renne ich gerade wieder in die Richtung, wo ich herkomme, oder? Eigentlich ja schon. Obwohl, da gibt es auch einen Weg hoch. Cool. Was haben wir da? Einen Raptoren? Njam, 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 njam. Nee. Eine Weihnachts-Roll-Red. Da müssten wir auch nachher wieder zurückkommen. Falls wir den Weg nochmal finden. Ah. Wir sind quasi jetzt auf der anderen Seite unserer Basis. Da, wo es runter geht zum Blauen. Das heißt, irgendwo da oben müsste theoretisch unsere Basis sein. Ja. Wenn wir da runtergehen? Bin ja nur mal neugierig. Scheiße. Das ist ein Basilisk. Machen wir den los? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir irgendwie, ob uns der noch folgt? Nö. Ich sehe nicht mehr einen Basilisken, okay. Dann hoffen wir mal, dass der Basilisk andere Freunde findet. Kano, was leuchtet da so? Oh, totes Schaf. Spielen wir mal aus, Geier. Dankeschön. Hallo Kano. Tschüss Kano. Haben wir da unten noch was? Noch mehr Tiere zum Fressen, cool. Eine bunten Lüst. Ja. Was haben wir da? Mal schauen, wie er schwimmt. Das geht. Ich habe da schon wieder die Warnung vom hohen Tier. Puh.
Trilobiten. Wo bist du hin? Da. Drei Silica-Perls war jetzt nicht die Welt, aber okay. Nicht die roten Pilze. Okay. Da hätten wir sicher Wasser, oder? Ich wollte jetzt nicht absteigen. Ich muss mir die Taste E echt nochmal umbelegen. Da wollte ich schauen, wo es hingeht. Was ist das? Salz? Ah, da kommt nichts raus, okay. Wo? Mhm. Will ich hier hin? Nein, aber ich gehe einfach mal weiter. Habe ich schon gesagt, dass ich meinen Crossbow vergessen habe? Schön. Ja, nee, ist klar. Ich wüsste aber jetzt gern, wohin es da weitergeht. Oh Mann, aber haben wir jetzt gerade keine Chance. Aber hier ist richtig schön. So. Noch mal ein kleiner. Typische Laderuckler, ja. Merken wir uns das, dass es da war? Erdbeben. Mein Trilobit.
Öl, okay. Oh, nee. Blauer Kristall. Die Warnung vor irgendeinem hohen Tier. Ach, da unten gibt es Perlen auch. Okay. Und Kohls. Ah, der kann unter Wasser nicht angreifen, verstehe. Okay. Er musste ja irgendwelche Nachteile haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir versuchen, nach Hause zu kommen. Das wird irgendwie ein sehr beliebtes Thema in diesem Let's Play. Finden wir den Weg nach Hause? Aber ich glaube schon, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich heimkomme. Aber ich weiß ungefähr, wo ich sein müsste. Ich meine, ist ja auch nicht schwer, wir sind ja runtergepumpt. Wir müssen definitiv nach oben. So. Und bis wir heimkommen, habe ich den Kleinen doch vollkommen überladen. Genau. Also, ich sage tschüss, ciao und baba.